In der 21. Runde dann der große Schlager Rapid gegen Austria. Vor diesem Spiel führt die Austria 2 Punkte vor den Hütteldorfern. Und das ist das 1:0 durch Nilaschi für die Austria. Aus dieser Aktion entsteht dann der Ausgleich. Handspiel von Daxbacher auf der Linie. Elfmeter durch Panenka. 1:1. Und dann folgte ein großes Finale der Rapid-Mannschaft. 2:1 aus diesem Panenka-Freistoß. Panenka überraschte die Austria-Abwehr. Das 3:1 erzielt Leiner. Und den Schlusspunkt setzt Granča zum 4:1. Dank der besseren Tordifferenz ist die Austria aber noch immer an der Spitze.